Am Donnerstag haben die Entwickler einen neuen Sims Delivery Express Inhalt mit einigen neuen Erstelle-einen-Sim-Inhalten veröffentlicht, den ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Nachdem wir jetzt schon länger seit Mai keine neuen Gratis-Objekte in Form der kleinen Mini-Updates erhalten haben, haben die Entwickler jetzt einen neuen Sims Delivery Express Inhalt mit einigen neuen Farbalternativen und Objekten im Erstelle-einen-Sim-Modus hinzugefügt. Ein neues Szenario hat es hier ebenfalls ins Spiel geschafft. Beginnen wir mit den zwei neuen Frisuren für Frauen. Diese Lockenfrisur ist komplett neu, die Strähne am Hinterkopf ist auf jeden Fall ein cooles Detail. Ebenfalls neu ist diese Frisur, welche wir aber bereits so ähnlich schon im Spiel mit einem anderen Sims Delivery Express Inhalt erhalten haben, da aber in der zweifarbigen Version. Leider gibt es diese diesmal nur für Erwachsene, besonders komisch, wenn man bedenkt, dass die zweifarbige Version der zweiten Frisur bereits für Kinder und Kleinkinder schon im Spiel vorhanden ist. Als nächstes haben wir buntes Make-up für erwachsene Sims erhalten, welches so aussieht, als wäre es eigentlich für die Highschool-Jahre-Erweiterung gedacht gewesen. Aber die neuen Highschool-Jahre-Inhalte hören damit nicht unbedingt auf. Die Entwickler haben ebenfalls einen neuen Pulli für beide Geschlechter mit unterschiedlichen Farben, sowie zwei verschiedenen süßen Maskottchen hinzugefügt, der ganz schön oversized aussieht. Die aber wohl coolste und wahrscheinlich auch alltagstauglichste Neuerung sind insgesamt vier neue Assets für die männlichen Sims. Hier wurde dieses Touri-Hemd in verschiedenen Mustern und Farben hinzugefügt und ein extrem schickes neues Shirt, welches mir extrem gut gefällt. Endlich sehen auch mal die Ärmel ein wenig anders aus. Die Entwickler haben hier in der Vergangenheit nämlich gerne unterschiedliche Shirt-Texturen auf der Basis des immer gleichen Grundmodells erstellt. An Hosen können wir uns über diese neue Kurze in einer soliden Farbauswahl freuen, die jetzt persönlich nicht ganz meinen Geschmack trifft. Und diese hier, auf der man oben sogar die Nähte richtig erkennen kann. Besonders cool sind die verschiedenen Jeansfarben. Als letztes haben insgesamt 6 Objekte im Cars für Männer ein paar neue Farbalternativen bekommen, die vorher mehr als dürftig waren. Zum Beispiel stehen jetzt diese Schuhe in ein paar mehr Farben bereit, als die paar immer gleichen von vorher. Im Hintergrund seht ihr hier ein paar der neuen Farbalternativen. Irgendwie erfrischend, dass die Entwickler hier auch etwas für Männer ins Spiel bringen, gerade da diese in vielen Packs weniger Inhalte abbekommen als die weiblichen Sims. Weiter geht es mit dem kleinen neuen Szenario, welches Aliens haben meine Eltern gestohlen heißt. Hier müssen eure Sims Aufgaben wie 15.000 Simoleons anhäufen, einen Teenager und Kind auf die Note 1 in der Schule zu bringen oder ein Bestreben mit einem Kind zu erledigen meistern. Eure erwachsenen Sims-Eltern werden hier einfach ausgeblendet, ihr könnt nicht mit ihnen interagieren und müsst dafür die vorgegebenen Aufgaben meistern. Wenn ihr bei meinem Gewinnspiel teilnehmen wollt, bei dem ihr derzeit ein Pack nach Wahl gewinnen könnt, schaut bei meinem Partner Instant Gaming in der Beschreibung vorbei. Das war's mit dieser Zusammenfassung. Welche Objekte können eurer Meinung nach ebenfalls ein paar neue Farbalternativen gebrauchen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.